zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk. Wieder mal aus dem Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Und mein Gast ist der Rainer Eichenberger, Professor für die Theorie von Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Nicht zum ersten Mal bei uns, aber wir müssen über ein paar wirtschaftspolitische Probleme in diesem Land reden. Über den Fachkräftemangel, über den Arbeitsmarkt generell und über was man in einem Wahljahr eigentlich zum Erfolgsmodell Schweiz müsste aus unserer Sicht diskutieren. Schön, bist du da. Ich habe einen Tessiner, einen weissen Merlot Bianco Rovere ausgewählt. Es ist immer noch kalt bei uns, trotz Klimawandel. Und etwas aus dem Sonnenkanton von der Schweiz. Merci vielmals für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da. Zum Wohl. Schön. Das war elegant. Ein bisschen im Fass. Guido Brivio, Mendrisio, ganz weit unten. Sehr schön. Ja. Das ist richtig um die Zeit, kann man nur sagen. Das ist genau. Wir sind später am Morgen, nehmen wir das auf. Fachkräftemangel. Eine letzte Geschichte vor zwei Wochen hat die Diskussion ein bisschen verändert. Weil, ich glaube, es war in der Sonntagszeitung, hat jemand die Frage gestellt, ja, wenn wir zu wenig Fachkräfte haben, dann müssen ja eigentlich die Löhne aufgehen, oder? So nach Angebot und Nachfrage. Wir so Hobbyökonomen, wir sagen, ja, wir müssen doch die Löhne auf, aber sie gehen nicht auf. Sie sind nominal teilweise sogar zurückgegangen. Mhm. Funktioniert der Arbeitsmarkt nicht? Oder was, ja, was funktioniert also, da nicht? Ich glaube, der jemand bin ich gewesen. Und ist einfach mal, es ist total absurd, was wir jetzt erleben. Alle reden über Fachkräftemangel und immer mehr. Müssen wir drauf kommen, wieso immer mehr? Und es ist ja offensichtlich. Also, das sollte einfach aufhören. Also, ich kann vor allem, nicht auf der Latte, das ist nicht richtig, aber wenn ich sehe, auch die Chefökonomen vom Arbeitgeberverband, was die aus meiner Sicht, jetzt muss man sagen, ist einfach, was die für einen Quatsch erzählen über die, ja, jetzt Personenfreizügigkeit und so, man braucht noch mehr Zuwanderung, um den Fachkräftemangel zu stillen, das ist einfach absurd. Sondern jeder vernünftige Ökonom fragt, wieso gehen denn nicht einfach die Löhne auf? Und hört doch auf, immer zu schnurren, gehen doch mit den Löhnen auf. Weil wir wissen alle, in der Lehrbuch ist klar, wenn die Löhne aufgehen, geht die Nachfrage zurück nach Arbeit und das Angebot geht auf und es gibt ein neues Gleichgewicht und wir haben kein Problem mehr. Es gibt einzelne Firmen, die sich sagen, ja, dann können wir uns die Leute nicht mehr leisten. Ja, super. Die lagern aus, die versuchen effizienter zu werden, machen technologische Innovation. Und manche sagen sich, ja, da lohnt sich der Business Case nicht mehr in der Schweiz. Dann müssen wir ein bisschen umbauen. Und dann sagt er, ganz schlimm, dann werden die Leute freigestellt. Nein! Wenn wir überall Fachkräftemangel haben, fantastisch. Denn, ja, ja, es wäre ein Innovationsschritt. Ja, genau. Und der Produktivitätsschritt. Genau, darum ist die Schweiz reich, weil die Leute dort hergehen, der knappste Faktor, den es gibt, hast. Gute Leute und menschliche Arbeitskraft. Und die müssen dort hergehen, wo sie wirklich eine hohe Wertschöpfung bringen. Für das haben wir freie Arbeitsmärkte. Darum ist die Schweiz reicher als jedes andere Land in Europa. Und jetzt, ich meine, unsere Wirtschaftsverbände, die immer so aufspielen, zu mir sind die Liberalen und wir, ja, wir sorgen für Effizienz. Und da kommen wir jetzt nicht auf den Punkt. Das ist schon mal einfach verdächtig. Die Gewerkschaften sagen es auch nicht. Ich meine, eine Lachnummer. Die Gewerkschaften, die immer sagen, ja, wir sind für hohe Löhne, wir kämpfen für hohe Löhne. Ah, oh, und es gibt Lohndruck. Und dann sagen alle, und Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Wieso sagt der Gewerkschaftschefökonom nicht einfach, ich mache jetzt einen Hinterschissalto von Lachen, die Löhne müssen auf, hört auf mit dem dummen Geschwätz. Die Antwort ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern die Antwort ist, es geht, ja, ein Systemversagen. Offensichtlich profitiert der Arbeitgeberverband von der bisherigen Situation. Offensichtlich profitieren Gewerkschaften von der bisherigen Situation. Sie wollen eben immer nur sagen, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, weil sie erstens billiger, liebe Leute aus dem Inland importieren. Und die Gewerkschaften haben das Interesse, dass nicht der Markt das Problem löst, sondern dass sie können regulieren, 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 weil das ist ihr Business Case. Und jetzt kommt die nächste Schleife. Jetzt muss man fair sein. Man könnte ja sagen, hey, muss nicht sagen, der Markt muss jetzt klären und wir müssen die Löhne aufentun, sondern das müsste ja von selber entstehen. Der Markt löst die Probleme selber. Und die Frage ist, wieso nicht? Und die Antwort ist, sind zwei wichtige Elemente. Das erste ist, also wir haben heute eine Pervertierung vom Markt. Die Ökonomen gehen grundsätzlich davon aus, wenn die Löhne steigen, dann steigt auch das Arbeitsangebot. Und jetzt haben wir Perversion vom Markt. Das ist, wenn Spitäler suchen Leute, bei Covid oder sonst irgendwie, sagen, ja, wir haben zu wenig Arbeit, wir haben keine Krankenschwestern. Aus irgendeinem Grund haben wir, jetzt brauchen wir mehr Zuwanderung, gibt es mehr Leute, gibt es mehr Patienten, wissen wir, einen riesen Teil der Patienten sind Ausländer, brauchen wir mehr Krankenschwestern.
Wie sucht man die? Dann sagt man, ja, okay, dann müssen wir höhere Löhne zahlen. Und wenn man höhere Löhne zahlt, versucht ein anderes Spitäler die Leute auszureissen. Oder dass sie Pensen aufentun, oder? Genau, oder Pensen aufentun, dann müssen die sich sagen, ja, nein, ich meine, wenn ich jetzt Pensum aufentun, wenn ich mehr Lohn habe, dann zahle ich ja heute 40% meiner Arbeitskraft geht an den Staat. Es ist wahnsinnig, das Medianeinkommen in der Stadt Zürich ist gut 100'000 Franken, ist höher als im Landesdurchschnitt. Da hat man einen Steuersatz an der Grenze für zusätzliches Geld, hat man einen Steuersatz von 30% plus nach der AHV, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind, natürlich nur eine Besteuerung ist für die Arbeit. Das ist, die Leute kommen nicht mehr AHV über, wenn sie mehr verdienen. Genau. Ist einfach, und aber sie müssen das abgeben an den Staat. Und dann sagen die Leute sich natürlich mit Recht, ja, nein, ich meine, wenn 40% an den Staat geht, dann ist es doch eigentlich gescheiter, ich habe ein bisschen mehr Freizeit zum gleichen Lohn wie bisher. Und das ist genau das, was passiert. Die Spitäler stellen die Leute, das heisst natürlich nicht, ja, ja, die haben das alles durchgerechnet mit den Steuern. Und ja, die haben Stress und die sagen sich, nein, nein, ich schaffe doch auch nicht wegen Geld. Ich habe ja bis jetzt schon 70% Stelle, weil ich mich nicht total stressen will. Und jetzt, ja, dann ist es doch viel gescheiter, wenn mir ein höherer Lohn geboten wird pro Stunde, dann schaffe ich ein bisschen weniger. Das heisst, wir haben plötzlich das Phänomen, wegen der Steuern ist das Arbeitsangebot rückwärts geneigt. Wenn es lohnt sich, weil es sich nicht lohnt, mehr zu arbeiten. Genau, weil es sich nicht lohnt wegen der Steuern. Das andere ist, in vielen Bereichen sind natürlich heute die Löhne reguliert, wie bei den Spitälern. Die haben untereinander abgemacht. Es gibt wunderbare Interviews. Ja, genau, man kann sagen, das Kartell. Man wundert sich, was eigentlich wegkommt, schläft. Aber dann erzählen die so gross, ja, es gibt tolle Interviews im Echo der Zeit. Also, ja, wo die gefragt haben, ja, wie machen sie es denn? Ich sage, sucht die Leute, sagt, ja, wir gehen nicht auf mit den Löhnen, haben wir untereinander abgesprochen, fantastisch. Und dann, aber wie machen sie es denn? Ja, wir bieten jetzt bessere Bedingungen. Bieten. Und schon wenn wir auch ein bisschen mehr zahlen, was meinst du nicht, dann merken wir, die Leute arbeiten dann weniger. Also, aber das ist dann auch gut, dann haben wir weniger Ausfälle und sie kommen dann wenigstens zur Arbeit, sie müssen auch nicht krank sein und so. Also auch positiv. Aber das Faktum bleibt, der Markt reagiert pervers. Wenn die Löhne aufgehen, das spricht nach vor steigt, die Löhne sollten aufgehen, dann, und das Arbeitsangebot sollte steigen, dann geht das Arbeitsangebot genau zurück in dem Moment. Ja, das hat das Bundesamt für Statistik Anfang Woche in der neuesten Arbeitskräfteerhebung, haben Sie das ja festgestellt? Also, dass die Arbeitszeit pro Vollzeitstelle zurückgeht und auch die Arbeitszeit pro Kopf geht leicht zurück. Genau. Und das ist interessant, jetzt einfach auch, wo man da gut kann erzählen, was mein Eindruck ist, also muss ich jetzt erklären, wieso ist das heute so und früher noch nicht. Ja. Und unsere Erklärung, und immer uns heisst, das ist mit meinen Mitarbeitern, und ich das ewig diskutiere, die Sache, bis wir es dann mal schreiben, mit der Frau Schafer, Patricia Schafer, ist die Einsicht, Frauenpower macht Männer achtsamer, steuerachtsamer. Was heisst das? Dass, wenn die Frauen reinkommen in den Arbeitsmarkt, dann ist etwas passiert. Früher hat man als Mann eigentlich nicht Teilzeit arbeiten können. Man hat die eigene Karriere gefährdet. Es war fast unmöglich, Teilzeit zu verbinden mit Karriere. Weil die Frau von dem Mann ja oft nicht geschafft hat. Genau. Und darum hat er gesagt, ich muss 100% arbeiten, um die ernähren. Zudem, Und es ist einfach auch in der Firma, wenn man als junger Mann sagt, ich will 80% arbeiten, dann hat man als unzuverlässig geholfen. Jetzt hat es geändert. Die Frauen kommen rein. Sie sind erstens selber relativ steuerfühlig, weil sie müssen nicht 100%. Sie werden viele Zeit 80% oder so, sieht man in den Daten klar. Nicht 100%. Viele, nicht alle natürlich. Und das Zweite ist, durch das hat sich jetzt Karrierewege entwickelt und die Firmen haben Karrieremuster erfunden und den Frauen angeboten, wo man auch mit Teilzeit Karriere machen kann. Aber das nutzen jetzt auch die Männer. Das heisst, plötzlich, weil die Frauen in den Arbeitsmarkt reinkommen, hat sich das Arbeitsleben auch für die Männer verändert und vor allem die Teilzeitkarriere ist möglich geworden. Ja, genau. Offensichtlich muss halt mal reden mit den Leuten, ein bisschen schauen, was passiert. Und das heisst, jetzt die Männer reagieren viel stärker auf die Steuern. Früher hat ein Junge nicht reagiert auf die Steuern, weil ja logisch, er hat ja 100% geschafft. Und dann ist ja, jeder Franken ist gut. Zusätzlich, dann wechselt man die Firma dafür, auch wenn 40% weggeht. Aber jetzt hat er die neue Option. Statt 100% zu arbeiten, ja, ein bisschen weniger. Und das ist genau das, was man jetzt in den Zahlen sieht. Jetzt ist noch interessant, oder wie die Argumentationen sind. Du hast es schon ein bisschen angezogen. Oder links sagt, ja, das Problem des Fachkräftemangels ist, dass Frauen nicht arbeiten können, weil es zu wenige Kindertagesstätten gibt, zu wenige Tagesstrukturen an den Schulen. Der Staat muss das einfach alles ausbauen, dann können Frauen mehr arbeiten und das Problem wird sich lösen. Ja, sehe ich völlig anders. Ich meine, jetzt muss man immer sagen, das ist
Früher hat das etwas gehabt, weil die Frauen, man hat nicht können die Kosten abziehen früher von den Kindertagesstätten. Mhm. Heute kann man das weitgehend abziehen, also bis 20.000 Franken. Genau, das ist nicht 100% von einer Kindertagesstätte, wenn man die Kinder schickt. Bei 2.500 Franken gut im Monat, das ist eher nachher aufs Jahr gerechnet 30.000 Franken. Das heisst, es wird etwas teurer, kann man nicht voll abziehen. Aber es ist viel besser als heute. Und das sollte ja eigentlich dann Anreiz genug sein, weil wenn man das abziehen kann bei den Steuern, die Kosten, ja, dann ist halt, wenn man Kinder hat, Kinder haben Kosten, Kinder haben auch Nutzen. Wenn man sie abgibt in der Krippe, ist es auch nicht so lustig. Man hat ja Kinder, weil man Freude hat an Kindern eigentlich. Genau. Also, und sicher ist es nicht die Aufgabe vom Staat, einfach den Leuten Kinderkrippen zu zahlen. Aber es ist natürlich die Aufgabe vom Staat, nicht die Leute einerseits hoch zu besteuern, wenn sie arbeiten, Geld zu nehmen, aber dann gleichzeitig ja noch nicht den Aufwand, den sie haben zum Arbeiten, die Kosten, die sie haben, das müssen sie abziehen können. Wie bei einer Firma, da muss man nicht den Umsatz besteuern, sondern den Gewinn. Das heißt, sprich, der Umsatz, die Einnahmen minus die Aufwände. Mhm. Und genauso sollte es natürlich da auch möglich sein, die Aufwände abzuziehen. Zu den Aufwänden gehören Pendlerausgaben. Die sind heute limitiert. Total absurdes Gesetz gewesen, dass man Pendlerausgaben so einschränkt. Der war früher noch viel grosser. Es ist eine Steuererhöhung durch die Hintertür, redet niemand darüber. Bei den Kinderkrippen ist es ein bisschen umgekehrt weggegangen. Aber eben, ich finde ja nicht jetzt nur, dass man abziehen kann, plus dann noch subventionieren. Mhm. Und man muss immer sagen, und das klar, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss sich schon klar sein, was heute passiert. Heute werden Kinderkrippen bezahlt, weitgehend auch bei niedrigen Einkommen. Und dann muss man sagen, ja, wenn Leute, die arbeiten, viele haben unter dem Medianlohn, das Gesamtschweizer ist irgendwo 6'000 Franken rum. Aber wenn man Kind in die Krippe schickt, zwei Kinder, hat das höhere Kosten. Also oder die 6'000 Franken. Und das hat dort viele Nachteile. Man ist nicht bei den Kindern. Das sind die Leute drum. Sie haben ja Kinder, um bei den Kindern zu sein, häufig. Und dann ist es eigentlich verrückt, wenn man versucht, die Frauen in Arbeitsmärkte zu pumpen. Und gleich über die Subventionen für die Kinderkrippen. Mhm. Weil da bringt man ganz viele Leute in Arbeitsmärkte, wo tiefere Wertschöpfung haben im Arbeitsmarkt, als sie hätten, wenn sie selber ihr Kind betreuen. Mhm. Und dann braucht es ja nachher sofort wieder einen Fachkräftemangel. Das ist eine totale verrückte Sicht, dass wenn die Frauen arbeiten. Das ist also reiner Sexismus. Dann meinen sie gegen den Fachkräftemangel. Weil die Frauen haben ja vorher nicht nichts da. Die haben etwas geschafft zu Hause. Und wenn sie das nicht, und die haben zu Hause geschafft im Haushalt, sie haben viel Care-Arbeit gemacht. Sie haben ja geschaut für Nachbarn im Dorf, in der Familie. Ja, wenn sie jetzt arbeiten voll oder auch rechte Teilzeit schicken, dann können sie weniger Care-Arbeit machen. Da fehlt etwas. Das muss alles ausgefüllt werden mit sogenannten Fachkräften. Weil Hausfrau ist eine fantastische Fachkraft. Sehr breitbandig, hervorragend. Und das heisst eben da, das ist so total naiv. Und dann, ich bin einfach erschrocken oder man erschrickt immer wieder, was auch unsere Chefökonomen bei den Ämtern und bei den Verbänden für eine Vorstellung haben. Mhm. Sie sind offensichtlich, also muss nicht sagen, sie sind Sexisten, aber es geht ein bisschen dran. Die tun wirklich so, wie wenn die Frauen die Heim nichts tun. Mhm. Und dann muss man seinen Arbeitsmarkt pumpen, dann ist das gut gegen den Fachkräftemangel. Total absurd. Mhm. Es hat natürlich damit zu tun, meine Ansicht, dass man links halt nicht gerne über die Steuern redet. Weißt? Man redet lieber über Staatsausgaben als über clevere Staatsinnahmen. Ja, genau. Und dann muss man immer noch sehen, ich meine, was ist jetzt, wieso, das, also jetzt wieder keine Verschwörungstheorie, ja, so ist halt die Welt. Wieso findet der Staat, oder viele, nicht der Staat, findet er nicht, aber viele Leute, die beim Staat arbeiten und viele Politiker, wieso finden die das toll, wenn die Frauen im Arbeitsmarkt arbeiten und nicht zu Hause? Die Antwort ist, ein rechter Teil, nicht immer, es ist nicht immer exklusiv, aber ein rechter Teil von der Antwort ist, ja, Frauen, die die Kinder von fremden Frauen hüten, die werden besteuert. Mhm. Die machen eine Wertschöpfung von 6'000 Franken, dann etwa im, ja, werden sie etwa bezahlt in der Kinderkrippe. Viele auch tiefer, aber wenn sie einen Durchschnitt von Angestellten, gut ausgebildeten, sind dann etwa dort. Ja, oder bei 5 von mir, wo sind 5'000 Franken oder irgendwo. Aber das wird besteuert. Mhm. Hingegen, wenn sie im Haushalt selber arbeiten, werden sie nicht besteuert. Mhm. Und was natürlich an einem Politiker... Das ist wieder der Trade-off. Ja, genau. Und dass man einen Politiker, wo ja viele werden Politiker, weil sie glauben, sie können etwas bewegen im Staat und etwas Gutes tun. Für die ist es halt fantastisch, wenn die Frauen nicht die eigenen Kinder hüten, sondern die fremde Kinder hüten, da dabei nachher noch Steuern zahlen und noch hoch reguliert werden. Weil in der Kinderkrippe kann man den Staat regulieren, wie man die Kinder erzieht. Hingegen im Haushalt haben sie das bis jetzt nicht so durchgebracht. Haben sie zwar versucht, wir mögen uns wahrscheinlich erinnern, an den fantastischen Angriff von der Frau Wittler-Schlumpf und ihrer Truppe auf die Großeltern. Aber und wo jetzt dann noch lustigerweise
bei der ProSenectute, das ist ja der Glaube. Genau. Das meint auch nach dem. Grosses Kino ist das. Ja, genau. Und das ist ja auch. Man muss nur sagen, sie hat wählen, dass Grosseltern eine Art wie ein Erlaubnis haben, ja, dass genau, sie für Kinder hüten. Ja. Gut, jetzt, und in der Mitte und rechts tut man dafür über die Zuwanderung reden, auch nicht über die Steuern redet man nicht. Und dort gibt es die, sagen wir mehrheitlich eben bei diesen Wirtschaftsverbänden und bei der FDP, die sagen, ja, Zuwanderung ist die Lösung für den Fachkräftemangel. Und die SVP sagt, nein, Zuwanderung ist das Problem vom Fachkräftemangel. Ja, klar. Ich meine, es ist wieder auch das naive Zeug, Zuwanderer, die kommen. Und das ist immer, die kommen mit Arbeitsplätzen praktisch, muss man zuerst mal sehen. Also, die Zuwanderer kommen, im einfachsten Fall ist die einfache Geschichte. Dann denke ich, ja, das druckt auf die Löhne, das ist in der SVP-Geschichte. Ja, ja, selbst wenn es auf die Löhne druckt, heisst es aber, die Lohnkosten sinken von den Firmen. Das heisst, die Schweiz wird als Standort attraktiver. Schwupp sind die neuen Stellen da. Dann gibt es wieder neue Firmen, die weniger auslagern aus der Schweiz und Firmen, die Arbeit einlagern in die Schweiz. Also der Arbeitsmarkt ist so lange flexibel, ist immer, solange Gewerkschaften nicht... Nein, jetzt haben sie schon genug Dummes gemacht, um zurückbuchstabieren. Genau. Die lähmen den Arbeitsmarkt, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber in einem flexiblen Arbeitsmarkt gibt es eigentlich kein Problem mit den Arbeitsplätzen. Aber das heisst einfach, das System bläht sich auf und bläht sich auf. Und das kann man sagen, bis sie irgendwann platzt oder bis sie irgendwann an die Wand fährt. Ja. Und weil Zuwanderung natürlich braucht das wieder neue Arbeitskräfte. Ich meine, das Einfachste ist, wir müssen bauen, bauen, bauen. Das braucht Fachkräfte. Häuser bauen sich nicht ohne Fachkräfte. Infrastruktur auch, nicht nur Häuser. Genau, Infrastruktur, Schulen. Alles muss ausgedehnt werden. Die Leute haben einfach nachgefragt. Und dann sagen die Arbeitgeber, ja, das ist gut, volkswirtschaftlich. Mhm. Quatsch! Die Leute konsumieren, das hat Kosten, die Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Das ist nicht Nutzen, wenn sie konsumieren. Ja, und der Produktivitätsschub, den du vorhin skizziert hast, der ja da wäre, wenn man die Löhne aufhören würde, genau. Den gibt es auch nicht, genau, weil man billig nicht. Leute reinmachen kann. Und dann haben wir, und dann muss man immer die Welt noch etwas differenzierter sehen. Und das muss man einfach zerlegen. Es gibt praktisch Stellen, die geeignet sind für wo im mobilen Bereich sind, also wo Leute, die von aussen reinkommen, können gut ausfüllen. Das ist im einfachsten Fall Ingenieur. Das ist global, mobil, alles in Englisch, alles etwa gleiche Technologien, Inder und Chinesisch. Es gibt ganz viele, die das ähnlich gut können. Nicht so gut wie ein ETH-Ingenieur, aber ein Ingenieur von irgendwo sonst schon. Und jetzt, aber andere Bereiche, ist das nicht so? Anwalt typischerweise, der muss irgendwie das Schweizer Recht kennen. Polizisten müssen vorläufig noch in vielen Kantonen, die meisten noch Schweizer sein. Kindergärtnerinnen, genau. Genau. Müssen Schweizerdeutsch können im Bildungswesen. Genau. Und da haben wir auch eine Präferenz dafür. Und Politiker müssen erst recht noch Schweizer sein. Das heisst, wenn wir die Bevölkerung aufbläht durch Zuwanderung, dann werden die Anwälte knapp. 1% mehr Bevölkerung, dank. Nein, wegen Zuwanderung heisst, es braucht 1% mehr Anwälte. Und das müssen alle Schweizer sein. Es braucht 1% mehr Polizisten. Wir wissen einfach, es ist totaler Blödsinn, die Studien, die gemacht worden sind für die Schweiz, dass Zuwanderung gar nicht schlimm ist. Weil man ja da braucht es nicht mehr Polizisten. In dieser berühmten Studie, Sheldon und Ramel, die nehmen das, es braucht nicht mehr Polizisten. Es braucht nicht mehr Kulturausgaben, wenn die Bevölkerung wächst. Es braucht noch, natürlich nicht ein grösseres Militär. Da kann man drüber reden. Aber einfach total verrückte Annahmen. Natürlich brauchen wir vor allem mehr. Und das heisst, wir brauchen mehr Leute, aus der gleichen Zahl von Schweizer, brauchen wir immer mehr Leute in den typischen Schweizer Beruf. Die muss man mühsamst überlocken aus anderen Bereichen. Da haben wir wieder das Problem, wenn wir anfangen, höher zahlen, fangen sie an, weniger arbeiten. Das heisst, da haben wir ein riesiges Problem. Und wenn wir sie dann überbringen, dann fehlen sie in anderen Bereichen. Dann heisst es aber, wir haben zu wenig Krankenschwestern, darum brauchen wir unbedingt Leute aus dem Ausland. Es ist ein Selbstläufer. Und zwar nicht ein Nullsummenspiel, sondern es ist ein Negativsummenspiel. Ja, Zuwanderung, findest du? Ja. Schlussendlich, weil wir haben knappe Faktoren, wo man es jetzt sieht. Und ich meine, also ich finde es fantastisch. Ich habe den Eindruck, die Diskussion ist total am Kippen. Und das hat mit verschiedenen Knappheiten zu tun, die sichtbar geworden sind. Eins ist einfach die Energieknappheit. Ich meine, da kommen die Bundesstellen sagen, jetzt haben wir 20% im Winter, könnte man Energiekrise, zu wenig Energie. Das ist halt jeder, der nachher darüber nachdenkt und sagt, 20%, wir haben die Energieversorgung nicht ausgebaut, aber wir haben in den letzten 20 Jahren 20% mehr Bevölkerung. Ja, dann hat die Energiekrise relativ viel mit dem Bevölkerungswachstum. So, ohne Bevölkerungswachstum hätten wir das Problem nicht. Und dann wird es langsam schwierig für Bundesämter. Und auch was ich jetzt gesehen unter Manager, ich treffe viele Manager, da habe ich das Gefühl, das ist am Kippen. Und
Das sind Sachen, wenn die mal kippen, können sie sehr schnell kippen, weil bis jetzt war eine Schweigespirale. Die Leute haben nicht offen geredet, man ist sofort unter Druck gekommen. Ich habe relativ früh darüber geredet und da hat viel Widerstand, aber auch viele Leute, die einfach dazu geschwiegen haben, weil sie es nicht getraut haben, weil sie gewusst haben, es wird sofort auf sie mit Druck ausgeübt, wenn sie in meine Richtung argumentiert. Das ist sich am Ende. Und das gibt eine Lawinenbewegung, wenn es mal kippt. Gut, weißt du, die verschiedenen Knappheiten, sei es auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Energie, wir wissen eigentlich, wenn die entsprechenden Märkte flexibel sind, man muss halt sagen, wenn sie nicht reguliert sind, dann werden sich Anpassungen einstellen. In dem Fall ist es nicht so. Genau. In beiden. Du beim Arbeitsmarkt hast du jetzt ausgeführt, bei Energie ebenfalls nicht. Ja. Jetzt im Arbeitsmarkt gibt es noch Vorschläge von den Gewerkschaften. Ja. Sie machen mit bei einer politisch-juristischen Anbindung an die EU, wenn man faktisch eine Gesamtarbeitsvertragspflicht einführt, wo auch überall Mindestlöhne enthalten. Was würde denn das in dem Arbeitsmarkt, wo jetzt schon schwierig ist, dass er sich anpassen kann, bedeuten? Nein, es ist ganz schrecklich. Jetzt muss man sagen, es ist nicht nur der Arbeitsmarkt, es ist auch der Wohnungsmarkt. Eben, auch noch, das ist also eine Knappheit. Man muss können in ein anderes Land gehen und dort Wohnungen anmieten, also Wohnraum anmieten und Arbeitsplätze bekommen. Zu den herrschende Marktbedingungen. Und jetzt muss man sagen, in vielen EU-Ländern gibt es ja einfach keine herrschenden Marktbedingungen mehr, beziehungsweise es sind schon herrschende Bedingungen, aber es hat nicht mehr viel mit Markt zu tun. Ja. Und das ist alles so reguliert, das kennen wir einfach von Italien am besten, dass die Jungen kommen nicht mehr in den Arbeitsmarkt und sie kommen nicht mehr in den Wohnungsmarkt, weil man die Alten geschützt hat vor dem Zuwanderungsdruck eigentlich auch. Und das heisst aber, wenn wir Mindestlöhne haben, dann wird der Lohn über den Gleichgewichtslohn festgesetzt, sonst wirkt er nicht. Also, dass man irgendwie, wenn man meint, da gibt es ein Problem von Lohndruck, dann muss man den Lohn über den Gleichgewichtslohn festsetzen. Das heisst, es gibt Warteschlangen nach Stellen. Das heisst, man muss die Warteschlangen regulieren. Das heisst aber auch die ein bisschen unproduktiver sind, das sind die jungen Ungeübten häufig. Ausländer. Genau, kommen also dazu. Das da dazu dient es ja nachher. Man sagt, offen, aber gleichzeitig tut man wieder die Regulierung. Das ist so unehrlich. Wenn man sagt, vorne durch offen, wir sind offen, aber gleichzeitig versucht, mit Preisvorgaben zu sperren, ist einfach, ich meine, es ist eine Schweinerei. Es wird heute nicht als das dargestellt. Es ist unehrlich. Ganz übel. Aber eben das Problem jetzt ist, kann man sagen, Ausländer zu diskriminieren ist verboten. Darum macht man es so tricky. Aber das heisst immer, man tut gleichzeitig auch die eigenen Jungen diskriminieren. Es ist eben nicht, was in der Fachliteratur heisst, Ausländer-Inländer-Diskriminierung, das ist verboten. Sondern man macht sogenannte Outsider-Insider-Diskriminierung. Die, die schon im Markt sind, die, die schon eine Wohnung haben, die schon eine Wohnung haben, die Strom haben, die eine Stelle haben. Ja, genau. Die werden geschützt vor allen anderen. Ja. Und das heisst aber jetzt ein bisschen bildlich gesprochen, ist, in der EU ist es verboten, Ausländer zu diskriminieren. Es ist erst erlaubt, Ausländer zu diskriminieren, wenn sie ihre eigenen Kinder mit auf den Altar von der Personenfreizügigkeit werfen. Wirklich wie in den alten griechischen Geschichten, wo man das Kind auf den Grill legen musste, um am Gott gefällig zu sein. Und mich erinnert es ganz stark an das Bild. Die Gottesgefälligkeit von früher ist heute, dann kann man sagen, ja, Klimagefälligkeit, Klimapolitikgefälligkeit, aber sind wir jetzt nicht dabei. Aber es ist eine EU-Gefälligkeit, eine Personenfreizügigkeitsgefälligkeit. Und das hat einfach dramatische gesellschaftliche Kosten. Und wer das nicht glaubt, soll mal in die EU schauen. Und wenn ich meine, das Gewerkschaftspapier jetzt zu den Lohn, zu den Mindestlöhnen in der Schweiz, das ist einfach abscheulich. Das einzige Argument, das sie haben, ist, andere Länder haben es auch in der EU. Und die EU macht es so. Ja, ich meine, was soll das? Jetzt reden die über einen Verein in der EU, wo, wenn man es anschaut, in der Schweiz Einkommen pro Kopf, also ist 30% höher als in Deutschland. Es ist bei uns, ja 30 zu Kaufkraft nur bereinigt. Wenn man es nur nimmt zu Wechselkurs, was man auch vieles gibt, ist es 80%. Es ist mehr als doppelt als in Frankreich. Und dann kommen die uns und belehren uns und sagen, das müssen wir auch machen, weil das Ausland hat es auch. Ich meine, also es ist einfach so etwas für ein hinterstes Alter. Was sind das für dumme Argumente, kann man nur sagen. Ja, und es ist im Endeffekt, das ist ja Perversion, es ist asozial. Es ist sehr asozial. Ja, es betrifft voll die, wo sie eigentlich behauptet sind. Ja, genau. Nein, es ist schrecklich. Es ist absolut schrecklich. Und man wundert sich dann, ist es, also jetzt muss man nicht das anwenden für die Gewerkschaft. Also für mich ist immer beim Überlegen, ist es dumm oder böse? Oder beides, ist die Frage. Und der beste Fall ist es, wenn es dumm ist. Ja, genau. Und aber es ist auch nicht gut. Nein, genau. Also darum muss man es mit ein bisschen weniger aneckenden Wort formulieren.
glauben die das wirklich, was sie schreiben? Und ich denke, manche Leute glauben das, weil darum arbeiten sie bei den Gewerkschaften. Die haben eine Überzeugung. Das heisst sowieso, jetzt meine, bei meiner Analyse, wenn ich das, ist ja auch die Sonntagszeitung, sieht man das, dann macht man eine neue Analyse. Meine, das ist neu, das ist auch wissenschaftlich. Ja, nicht, es ist relativ weit wissenschaftlich, weil die anderen Länder haben die Probleme nicht so wie die Schweiz. Das heisst, man muss immer in der Schweiz selber denken. Da kommen irgendwelche unbedarften Leute und sagen, ja, aber ist das peer-reviewed, was sie da sagen? Ja. Das ist ja gar keine Studie. Das ist ja gar nicht eine Studie, die der Bund beauftragt hat, mit anderen Worten. Ja, wir wollen nur den Bund das können. Und dann sind die Hauptkommentare sind so, ja, willkommen im Land irgendwie. Und dann so, jetzt versteht Reichenberg auch, das merkt nicht funktioniert. Da wird das so generell dargestellt. Nein, das ist eine sorgfältige Analyse, wieso unter den Bedingungen, die wir heute haben, nicht funktioniert. Und die Gewerkschaften das noch befeuern, dass die Märkte langgeleitet werden. Und am Schluss man immer mehr meint, Eingriffsbedarf zu haben, aber damit immer noch schlimmer macht. Anstatt dass man versucht, die Ursache zu identifizieren. Das ist, was ich sage, die Märkte funktionieren heute pervers. Weil wir eine Besteuerung haben, die so hoch ist, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten. Wenn man eine bessere Alternative hat, und das ist häufig Freizeit, das haben nicht alle, aber viele haben das heutzutage, darum tun sie dort weniger arbeiten. Das heisst nicht, dass Teilzeit immer schlecht ist, sondern das heisst nur, dort, wo die Leute weniger arbeiten, wegen der Steuern, dort ist es nicht gut. Dort müssen wir uns überlegen, solange. Sonst ist Steuern, ja, wir müssen den Staat finanzieren. Aber wir müssen es dort nehmen, wo es nachher nicht den Entscheid der Leute so dramatisch verändert. Und darum müssen wir das Steuersystem überdenken. Und dafür gibt es eigentlich relativ einfache Massnahmen. Das heißt nicht, wir die Steuern generell senken. Und das ist eine wichtige Diskussion, was kann man machen. Und da haben wir ja einen Vorschlag jetzt beim Fachkräftemangel relativ einfach. Man soll den Steuersatz senken an der Grenze, aber eben nicht so, wie es bis jetzt immer vorgeschlagen wird, sondern man soll den Leuten, die viel arbeiten, also irgendwie, wir sagen über 80% als Referenzgröße, denen soll man einen viel Arbeitsabzug gewähren. Die sollen irgendwie etwas zwischen 20, 30 oder 40 Franken. Progression abgelegt, oder? Nein, es ist eben nicht eine Progression abgelegt. Das ist genau der Witz. Und darum wird es ein bisschen kompliziert. Freut mich, dass du das sagst. Du musst es erklären. Weil ich bin Gegner von der Progression. Nein, genau, ja, genau. Das merke ich natürlich. Ich bin nicht ein Gegner von der Progression. Okay. Sondern man muss überlegen, wann ist sie gut, wann ist sie schlecht. Wenn man jetzt einfach sagt, hey, wir machen Flat Tax, was ja ganz viele sagen, ich meine, all die Kommentare. Würde ich sagen? Ich meine, Reichenberg ist eh ein Idiot, weil er hat irgendwie gesagt, das Velo ist kein Perpetuum mobile. Das ist ja der Hauptkommentar. Dem kann man gar nicht mehr glauben. Genau. Der hat nämlich festgestellt, dass Velo kein Perpetuum der Peter Mobile ist. Was eigentlich stimmt, wer Velofahrt weiss das auch. Gut, genau. Aber jetzt. Und dann kommt Flat Tax. Mhm. Das heisst, dass man generell die Steuersätze senkt. Aber das funktioniert natürlich nicht. Das heisst, man macht sie flach. Das heisst, die Leute, die heute sehr hoch in der Progression sind, die kommen weniger Steuern über. Mhm. Dann muss man aber jemand anders mehr besteuern. Das ist der Mittelstand, wo immer mehr besteuert wird. Das muss auf, man kann nicht. Man könnte auch den Staat ein bisschen zurück. Genau, aber dann muss man sagen, Flat Tax plus ein paar Sparvorschläge liefern. Und die müssen sich gewaschen haben. Man gebe mir das Bundesbudget, ich mache es. Genau. Und jetzt das Zweite, und das wird einfach verständlich, ist, ein Flat Tax senkt Besteuerung generell auf hohen Einkommen. Das heisst, auch hohe Einkommen aufgrund von hohen Kapitaleinkommen. Mhm. Das ist ein grosser Teil von hohen Einkommen, einfach Kapitaleinkommen. Und ein hoher Stundenlohn. Und dann es gibt drei Faktoren, wieso man ein hohes Einkommen haben. Hohe Stundenlöhne, hohes Kapitaleinkommen und hohe Arbeitszeit. Genau. Und wir wollen mit unserem Vorschlag nur die hohe Arbeitszeit angehen. Weil das ist jetzt die belohnen sozusagen. Ja, genau, also die nicht bestrafen. Mhm. Mich stört das so, wenn jemand, ich fahre viel Uber, sensationell Uber. Und die Leute, wenn ich dann die Leute treffe, die zum Teil drei Stellen haben, sagen, es ist grandios, bei Uber zu arbeiten, weil sie können noch Samstag, Sonntag arbeiten, können sie das Recht Auto leisten, können etwas für die Familie machen. Sie haben verschiedene Investmentprojekte, auch persönliche Entwicklungsprojekte, grandios die Möglichkeit. Mhm. Aber denen wird dann die zahlen, wenn einer drei Stellen hat und 100'000 verdient, zahlt er gleich viel Steuern wie jemand, der 60% schafft, vom Staat eine tolle Ausbildung gezahlt bekommen hat. Und das finde ich total daneben. Das war früher kein Problem gewesen, wo alle ähnlich viel geschafft haben. Ja. Im traditionellen Familienmodell ist das kein Problem. Heute, wo die Leute so unterschiedlich viel arbeiten, ist das total störend. Ja. Das heisst, wir müssen eine Anpassung finden, eben für das viel Arbeit. Mhm. Nicht einfach viel Einkommen. Ich will nicht viel Einkommen steuerlich entlasten. Ich bin nicht in dem Sinn.
Ich bin nicht jemand, der auf der Geldseite ist, sondern ich bin jemand, der auf der Seite der gesellschaftlichen von Effizienz denen, und Lebensqualität ist. Mhm. Ja. Es nimmt mich noch Wunder, wir sind in einem Wahljahr, letzte Frage. Die, die sagen, die vom Erfolgsmodell Schweiz reden, die von dem liberalen Modell reden, was sollen die, welche Themen, wahrscheinlich Steuern nehme ich an, oder? Das sollen die Bürgerlichen thematisieren, ist natürlich ein bisschen blutleer, aber was würdest du denen sagen, wie, was muss man ins Feld führen in diesem Wahljahr, wenn man das Erfolgsmodell weiter treiben will, vielleicht sogar noch verbessern, genau. Revitalisieren? Genau, ich meine, mal völlig klammern, jetzt sind wir schon wieder bei der Zuwanderung. Es funktioniert nicht, weil den Wohlstandsvorsprung haben von der Schweiz wie 30% gegenüber Deutschland schon, der führende Nation in Europa. Gegenüber fast allen anderen ist es wesentlich grösser. Man kann nicht so einen Wohlstandsvorsprung haben, indem man offene Türen hat. Wanderung ist grandios, aber sie muss symmetrisch sein. Und darum sind wir alle für freie Wanderung in der Schweiz. Weil dann ist Wanderung gut, dann befreit es den Menschen und es gibt keine grossen Probleme. Hingegen, wenn alle in eine Ecke wandern, gibt es dort Überfüllungseffekte, an anderen Orten Entleerungseffekte. Man hat gemeint, durch die Personenfreizügigkeit gibt es die EU schnell nicht mehr. Sondern Leute, die das vergessen haben. Das genau, absurde Vorstellungen, dass es schnell eine Angleichung gibt. Und dann ist es kein Problem, es gibt die Angleichung. Null Problem, dann sollen wir natürlich Wanderung zulassen, genau, wie innerhalb der USA. Ist einfach nicht passiert. Genau. Und dann funktioniert das Modell nicht, dann muss man es überlegen, wie korrigiert man es. Und die Korrektur ist klar, es muss über den Preis gehen, es darf nicht eine Bürokratiemaschine sein, die sagt, wer wandert darf und nicht. Das würde den Gewerkschaften sehr gut gefallen, so ein Punktesystem, wo man dann kann Punkte geben für die eigenen Freunde und so, für die Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind. Nein. Einfach ein vernünftiges Preissystem, und zwar nicht ein Eintrittspreis, sondern ein Aufenthaltspreis. Mhm. Für eine gewisse Zeit, wo man da ist, zahlt man, was wir Kurtaxen nennen, nicht so. Genau. Und dann, aber natürlich nicht für ewig. Und selbstverständlich die Leute, die kommen, bestmöglich integrieren. Die wollen wir, denen muss es da gut gehen. In Klammern, dann können wir auch eine höhere Kurtaxe machen. Das ist wie jedes Dorf. Ist in St. Moritz ist es ein bisschen höhere Kurtaxe als irgendwo am Ort, der nicht gut funktioniert. Also, wir müssen den Standort Schweiz attraktiv machen im Sinn, er muss für Menschen attraktiv sein, weil wir wollen, dass es uns gut geht. Wir wollen, dass es unseren Kindern, unseren Enkeln und Urenkeln gut geht. Und für das wollen wir attraktiv sein. Und das heisst, es gibt einen Zuwanderungsdruck, mit dem müssen wir gescheit umgehen. Und ich würde zum Beispiel, da verstehe nicht, das sind alle dagegen. Also, es wird nicht aufgenommen. Das ist ganz simpel. Wir müssen die Ausländer integrieren. Wir geben ihnen schnell politische Rechte, aber selbstverständlich nicht Mitbestimmungsrecht. Aber wir geben ihnen Mitspracherecht. Wir geben ihnen das Recht, Initiativen und Referenden zu lancieren. Dann haben die Deutschen in der Schweiz, wenn sie 2 Jahre da sind, kommen sie das Recht über, haben sie mehr zu sagen als ihrem eigenen Land. Mhm. Ohne jedes Risiko für uns. Es ist sehr rar, es gibt einen guten Austausch, sie sind engagierter. Sie werden durch das politisch interessiert, dann lohnt es für die Medien mehr politisch zu berichten, statt alle den anderen Quatsch zu schreiben. Und dann gehen die Deutschen heim und sagen, hey, du, in der Schweiz haben wir mehr politische Rechte als bei uns selber. Das ist einfach die EU. Das verändert die EU in Windeseile. Wir müssen, wir haben eine Stärke, wir haben das beste System. Wir müssen das leben, wir müssen das weitergeben. Das heisst nicht, wir dürfen es gratis verschenken. Das ist so dumm, wie wenn man ein tolles Kaufhaus hat und dann sagt, ah, wir haben ein neues Konzept, um noch mehr Kunden hinzubringen. Wir machen das gratis Kaufhaus. Dann ist es relativ schnell leer. Und dann stellt man fest, ja, sie hat das Gestell wieder auffüllen. Lohnt sich eigentlich nicht, weil da kommen nur noch mehr Leute. Genau. Also, es braucht einen Preis. Und das andere ist, es braucht einen Preis, das ist natürlich beim Klima. Wir brauchen nicht den Quatsch, den wir jetzt machen in der Energiepolitik. Wir brauchen die Kostenwahrheit. Das heisst, man muss die Externalitäten anständig schätzen, die es gibt. Da kommt aus, die sind, wir müssen nicht mal schätzen. Das ist alles geschätzt beim Bund. Man könnte die Schätzung nehmen, da kommt aus, die Klimaschäden sind nicht null, aber die sind viel kleiner als ganz viele lokale Umweltprobleme, die wir machen. Also machen wir in all diesen Bereichen Kostenwahrheit. Und das Geld verwenden wir, um andere Steuern zu senken. Dann gehen wir das an mit den mit denen, die viel arbeiten. Ja, genau, tun wir die bevorteilen. Dann wird die Schweiz viel attraktiver für die Menschen hier zu leben, für die eigenen Kinder, was sie entwickelt haben. Und dann müssen wir auch vielleicht sogar noch den Zuwanderungspreis müssen wir dann ein bisschen erhöhen, weil wir schon so einen grossen Zuwanderungsdruck bekommen. Aber die Leute sind glücklich und sie kommen, weil es ihnen da viel besser geht als im Ausland. Jeder Preis wird so gesetzt. Sie zahlen am Schluss. Ja, noch der Zusatzpreis, aber sie haben so eine grosse Steuersparnis für die Schweiz. Sie haben so einen grossen Einkommensgewinn. Sie haben so einen grossen Lebensqualitätsgewinn. Darum kommen sie.
Wenn sie sagen, das haben wir alles nicht, ja, dann ist es schade, wenn sie kommen. Dann sollen sie daheim bleiben, unbedingt. Weil es wäre schrecklich, dass der knappe Schweizer Raum verwendet wird für Leute, die es da gar nicht toll finden. Darum ist, also, muss man wirklich sagen, ja, dann bleiben sie daheim, ganz anständig. Ja. Es wäre schrecklich, sie also haben einfach einen anderen Platz. Man hat letztlich wieder einen Markt, der das regulieren würde. Und die da sind, denen gefällt es. Ja. Wir wären eine Insel der Glückseligen. Und die sollen mitreden und dann können wir das Land weiterentwickeln. Ja. Das ist doch eine gute Agenda. Wir hoffen, viele Bürgerliche hören zu und denken mit und sagen ein bisschen etwas auf den interessanten Wahlkampf. Hoffentlich. Zum Wohl. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben, drückt den Kanal abonnieren, dass ihr es nicht verpasst. Nächste Woche die 100. Sendung mit einer ganz besonderen Überraschung. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis dann eine gute Zeit.